Hallo und herzlich willkommen zu einem besonderen Höhepunkt der virtuellen Clusterkonferenz Kunststoffe und Chemie. Schön, dass Sie noch dabei sind. Ich bin Kerstin Dormann vom Clustermanagement und ich begrüße Sie nun zur Verleihung des Brandenburger Innovationspreises Kunststoffe und Chemie 2020. Dieser Preis wird seit 2014 durch das Wirtschaftsministerium des Landes Brandenburg ausgelobt und nun durch den Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie, Herrn Prof. Dr. Jörg Steinbach, an die diesjährigen Preisträger verliehen. Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen heute zur Preisverleihung im Cluster Chemie und Kunststoffe. Corona macht es notwendig, dass wir auch das wieder in einem besonderen Format durchführen. Wir müssen uns jetzt sozusagen hier nicht diese grüne Wand vorstellen. Wir müssen uns jetzt eine feierliche Umgebung, geschmückt mit vielen Blumen und Ähnlichem, vorstellen. Da appelliere ich ein bisschen an die Fantasie jedes Einzelnen, der jetzt heute hier an dieser Veranstaltung teilnimmt. Das müssen wir jetzt alle mit Fantasie sozusagen in das System an der Stelle einbringen. Uns war es aber wichtig, dass wir die Preisverleihung durchführen, dass wir diese Preisverleihung auch, ich sag mal, in einer gemischten Veranstaltung durchführen, denn hier im Hintergrund, was Sie nicht sehen können, sehe ich schon die Preisträger sitzen. Ich habe also den Vorteil Ihnen gegenüber, dass ich schon weiß, wer es ist. Aber das ist wesentlich angenehmer, wenn man den Menschen persönlich begegnet, ihnen auch persönlich gratulieren kann, als wenn wir das auch nur virtuell machen würden. Das ist nämlich kurz ein paar Worte zum Cluster verlieren. Ich möchte mich an der Stelle erstmal bedanken. Bei Frau Dr. Epping und bei Herrn Jürgen Fuchs, die diesen Cluster mit viel persönlichem Engagement leiten. Die sehen, dass er ein lebendes Objekt sozusagen unserer Clusterstrategie ist. Der Cluster ist ja thematisch so aufgestellt, dass er einerseits schon relativ umfassend ist, weil das, was man im Bereich der Polymerchemie hat, hat ja heute eine sehr, sehr breite Darstellung von biologischen Kunststoffen bis zu reinen ingenieurtechnischen Anwendungen. Insofern, das ist schon alleine groß. Es repräsentiert auch einen wesentlichen Anteil der Brandenburger Wirtschaft mit einem der, sage ich mal, doch durchaus tragenden Säulen hier in Brandenburg. Klar, vorneweg die BASF, muss man sicherlich nennen, aber es ist mehr als die BASF. Und 15% unserer Wirtschaft sind chemische Industrie. Und insofern ist das eine Hausnummer, auf der sich die Wirtschaft des Landes Brandenburg auch abstützt. Und das soll hier auch seine Würdigung erfahren. Es ist ein Thema, wo wir aber nicht nur diese hohe Dichte an Unternehmen, kleinen und mittelständischen Unternehmen haben, neben den großen Repräsentanten, sondern das greift ineinander mit einer hohen Dichte an Wissenschaftseinrichtungen im Berlin-Brandenburger Raum, so muss man das richtig formulieren. Vorneweg vielleicht zu nennen das IAP von Fraunhofer in Golm, aber sicherlich geht es weiter über die Hochschulen und selbst im Süden haben wir ja auch an der BTU eine Außenstelle von Fraunhofer mit Herrn Ganster. Insofern, das Ganze findet, die ganze Forschung, die ganze Entwicklung findet in einem Umfeld statt, die eigentlich zwangsläufig Positives hervorbringen muss und wo wir uns eigentlich erhoffen, dass, wenn Sie so wollen, diese Interaktion zwischen den kleinen und mittelständischen Unternehmen und diesen wissenschaftlichen Einrichtungen zukünftig einfach auch noch intensiver wird, damit wir diesen Innovationsprozess, den alle Unternehmen ja heute brauchen und der, wenn Sie so wollen, auch fast antizyklisch zur Pandemiezeit laufen muss, dass wir den noch deutlich stärker sozusagen hervorheben wollen. Wir haben diesen Preis. Worum geht es bei diesem Preis? Es geht an der Stelle nicht um den Preis unbedingt des Verleihens etwas in einer ähnlichen Kategorie wie einem Exzellenzcluster oder Ähnlichem im rein wissenschaftlichen Bereich. Nee, es geht uns hier ganz klar deutlich stärker um die praktische Anwendung, um den Schritt, der sozusagen schon in den Markt hinein gemacht worden ist. Und dafür sind die Preisträger hier heute auch ein beredtes Beispiel. Wir freuen uns, dass wir in dieser Zeit immerhin 12 Anträge gehabt haben. Das ist mehr als im Vorjahr. Aber ich sage jetzt hier auch mal etwas frech, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Also beteiligen Sie sich zukünftig einfach noch aktiver an dieser Ausschreibung. Von diesen 12 sind
fünf dann in einem zweistufigen Verfahren sozusagen zu einem Pitch eingeladen worden, wie man so neudeutsch sagt. Also das, was gerade mir als Hochschullehrer oder ehemaligem Hochschullehrer sehr schwer fällt, also wenn wir hier mal so vor die Kamera oder ans Mikrofon treten, dann machen wir es eigentlich normalerweise nicht unter 90 Minuten. Hier muss dann der ganze Zusammenhang in ganz, ganz kurzer Zeit sehr prägnant und überzeugend rübergebracht werden. Und dann hat die Jury daraus dann sozusagen die beiden Preisträger bestimmt. Und damit bin ich beim nächsten Punkt, dass eine Preisverleihung oder ein Preis funktioniert nicht ohne eine Jury. Und deshalb möchte ich mich bei den Juroren hier auch ganz ausdrücklich bedanken. Denn das kostet auch immer ein bisschen Arbeit und Zeit, sich in die einzelnen Vorschläge einzuarbeiten, sie tatsächlich in einen vernünftigen Vergleich zu bringen. Das ist nicht immer trivial, weil sie auch inhaltlich oftmals ein ganzes Stück voneinander auseinander sind und damit die Vergleichbarkeit eine besondere Herausforderung darstellt. In diesem Sinne möchte ich mich hier auch ganz ausdrücklich bei der Jury bedanken. Lassen Sie mich zum Schluss dieser kleinen Einführung vielleicht nochmal auf das Wort Pandemie oder auf unsere Corona-Situation zurückkommen. Mir ist es ganz, ganz wichtig, und das versuche ich bei verschiedenen Veranstaltungen, die heute größtenteils virtuell stattfinden, versuchen, etwas rüberzubringen und sie vielleicht auch mitzunehmen. Ich bin ein absoluter Gegner, dass wir diese Situation jetzt sozusagen immer mit einer Weltuntergangsstimmung miteinander vergleichen. Also erstens ist es so, wir sind in Brandenburg noch vergleichsweise besser davon gekommen bis jetzt als ein ganz Teil unserer Nachbarländer, unserer Nachbarbundesländer, aber auch zum Teil tatsächlich auch anderer Länder in Europa. Das stützt sich darauf ab, dass sie selber eine besondere Kreativität entwickelt haben, mit der Situation umzugehen. Dafür möchte ich mich bei den Unternehmen nochmal ganz ausdrücklich bedanken, dass sie das aufgebracht haben. Und ich möchte sie versuchen, an der Stelle auf dem Weg wirklich mitzunehmen, so wie man es unabhängig von solchen Viren ja auch in Rezessionszeiten erlebt hat. Wir müssen jetzt eigentlich antizyklisch handeln. Also jetzt ist es gerade wichtig, die Innovation auf den Markt zu bringen, gewisse Transferprozesse auch in den Unternehmen zu leisten, Menschen sozusagen zu Startups auch zu überreden, sich dieser Herausforderung der freien Wirtschaft zu stellen. Und das, was wir von Seiten des Clusters daher unterstützen wollen und können, das soll Ihnen an der Stelle auch zuteil werden. Und lassen Sie uns einfach positiv nach vorne sehen, lassen Sie uns diese Situation positiv angreifen und lassen Sie uns im nächsten Jahr nach Möglichkeit unter deutlich wieder entspannteren Bedingungen zusammenkommen und dann positiv auf die Zeit sozusagen zurückblicken, die unter Nutzung von digitalen Medien und auch anderen Kommunikationsformaten, die wir vielleicht freiwillig sonst nicht so gewählt haben, dass wir sie an der Stelle gut genutzt haben und dass wir am Ende besser an der Stelle dastehen, als das vorher der Fall gewesen ist. Damit möchte ich es als Einleitung bewenden lassen, denn im Vordergrund sollen heute die Preisträger stehen. Wir haben die Laudation. Ich gebe ganz ehrlich zu, das werden Sie nachher auch merken, bei dem einen Preis werde ich dem Kollegen Fuchs, der die Laudatio halten wird, dann nachher noch ein kleines bisschen ergänzen. Weil ein Preisträger ist an der Stelle mit dabei, wo es eine sozusagen besondere Berührung zu meinem beruflichen Weg an der Stelle gibt, auf den werde ich aber später dann nochmal zurückkommen. Und bis dahin verabschiede ich mich erstmal und überlasse der Regie der heutigen Veranstaltung hier das weitere Geschehen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Minister Steinbach, für die freundliche Einstimmung. Wir sind nun gespannt, wie die Flitzebögen, wer von den 12 Bewerbern hier heute das Rennen gemacht hat. Kommen wir also jetzt zum ersten Preisträger 2020. Als Laudator konnte Herr Professor Dr. Dietmar Aul gewonnen werden, seit 2017 Leiter des Fachgebiets Polymertechnik, Polymerphysik an der TU Berlin und seit 3 Jahren auch berufenes Mitglied der Jury. Bitte, Herr Professor Aul, Sie haben das Wort. Sehr verehrter Herr Minister Steinbach, sehr verehrte Damen und Herren, Wasser ist Leben, aber verschmutztes Wasser macht krank. Wir brauchen alle täglich sauberes Trinkwasser, weil wir ohne nicht leben können. Auch im Reiseland Brandenburg mit seinen vielen Wäldern, Flüssen und Seen benötigt der Naturtourismus entsprechend sauberes Wasser. Steigende Nachfrage für Naherholung und Freizeiterlebnis können mit solchen wie hier von der Jury ausgezeichneten Erfindungen oder genialen Produktentwicklungen möglich und für den Alltag tauglich werden.
Die diesjährige Urlaubs- und Tourismussaison war wohl sicherlich eine ganz besondere. Jedoch fand die ausgewählte Innovation bereits guten Anklang bei industriellen Kunden. Inzwischen werden Kleinserien davon hergestellt und trotz Krisenzeiten in diesem Jahr auch ausgeliefert. Die Technologie erlaubt eine einfache Handhabung und ist zum Beispiel etwa für Hausboote oder Wohnmobile auch preislich geeignet. Die neu entwickelte Apparatur liefert Ergebnisse gemäß der strengen deutschen Trinkwasserverordnung und zeichnet sich als autarkes Miniaturwasserwerk aus. Der Energieverbrauch ist äußerst gering, mit nur ca. 1 bis 2 Watt pro Liter. Ein mehrstufiger Reinigungs- und Remineralisierungsprozess findet in einem Gerät mit nur ca. 20 Kilogramm Gewicht statt, also in etwa ein kleiner Reisekoffer. Die mit langjähriger Erfahrung gut entwickelte Aufbereitungstechnologie ist der entscheidende Erfolgsfaktor. Die herausragenden Filtereigenschaften beruhen auf dem Zusammenspiel von hochwertigen Filterkomponenten und klug gestalteter Funktionsweise, die ein Höchstmaß an Qualität garantieren. Die Fertigung der Apparatur erfolgt noch weitgehend in Handarbeit und als lokale Produktion ohne Auslagerung einzelner Produktionsschritte ins Ausland. Aber erfreulicherweise doch mit europaweitem Vertrieb bzw. Installationsservice. Einige Vollzeitstellen am Produktionsstandort in Kleinmachnow sind somit gesichert und weitere sollen noch folgen. Die heutige prämierte Firma bietet seit über 20 Jahren Ausrüstungen für individuelle und exklusive Naturerlebnisse als Hersteller und Händler von Versorgungssystemen für die Nutzung von natürlichen Energien und Wasser. Dazu gehören die Entwicklung, Produktion und Montage von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen, Hydro- und Windgeneratoren sowie Wasserfilter- und Meerwasserentsalzungsanlagen. Was einen längeren internen Vorlauf und Prozess erforderte, erfreut sich heute einer Würdigung und bietet hoffentlich den Beginn einer weiteren Erfolgsgeschichte. Von Seiten des Landes Brandenburg und auch der gesamten Jury einen herzlichen Glückwunsch zur heutigen Ehrung für die Firma Tom Logisch für das Produkt Aquonic. Die beschriebene Innovation wird mit dem diesjährigen Brandenburgischen Innovationspreis 2020 bedacht. Gratulation für ein Produkt, welches das Naturerlebnis steigert und uns alle begeistert. Ihren, Herr Logisch, und Ihrem Team in der gleichnamigen Firma viel Erfolg weiterhin und unser Applaus für Sie. Danke. Wir sind Tom Logisch. Wir haben einen Wassermacher entwickelt, der aus Fluss- und Seewasser Trinkwasser herstellen kann. Das ganze System sieht so aus, heißt Aquonic und produziert bis zu 120 Liter Trinkwasser pro Stunde. Besteht aus diesem Rahmen, wo hier drinnen mehrere Filter angeordnet werden und die Steuerelektronik. Und auf der anderen Seite gibt es eine Hochdruckpumpe, dann noch eine Anschaltbox und zwei High-Flow-Osmosemembranen, die pro Membran 60 Liter Trinkwasser in der Stunde produzieren können. Und ganz zum Schluss gibt es eine UVC-Entkeimung, die dann die eventuell noch vorhandenen Bakterien im Prinzip eliminiert. Und wir erhalten dadurch sauberes Trinkwasser. Wir haben für dieses Produkt eine Zertifizierung nach der deutschen Trinkwasserverordnung erhalten, sodass also jeder Anwender sich sicher sein kann, dass sauberes Trinkwasser da auch rauskommt. So, damit kommen wir zur Übergabe des Preisträgers an den Preisträger für den Innovationspreis 2020. In dem Fall an die Tom Logisch UG und zum Thema Aquonic. Dazu mal ganz herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. So, wir schalten nun noch einmal um ins Unternehmen des Preisträgers. Das sind unsere Kläranlagen, mit denen wir 2018 den Innovationspreis Brandenburg gewonnen haben und in diesem Jahr wieder mit Aquonic. Und wir werden uns auch im nächsten Jahr wieder bewerben, weil man sieht, es lohnt und man kann auch zweimal gewinnen. Herzlichen Glückwunsch auch von uns zum Gewinn des Brandenburger Innovationspreises an Herrn Logisch und sein Team. Die Segler unter uns wissen, wie wichtig eine zuverlässige Wasseraufbereitung fernab von allen Versorgungsnetzen an Bord eines Schiffes ist. Und jetzt machen wir einen großen Schwenk zu einem ganz anderen Thema und damit zu unserem heutigen zweiten Preisträger. Wir freuen uns, als Laudator für diese Innovation unseren Clustersprecher Herrn Jürgen Fuchs, Vorsitzender der Geschäftsführung der BASF Schwarzheide GmbH, zu begrüßen. Das ist Ihre Bühne, Herr Fuchs. Es freut mich sehr, heute ein ganz besonderes Unternehmen mit dem Brandenburger Innovationspreis des Clusters Kunststoffe und Chemie 2020 auszeichnen zu dürfen. Den Entwicklern gelang im wahrsten Sinne des Wortes eine zündende Idee.
Es ist ein Spiel mit dem Feuer und es geht jedes Mal gut aus. Sind das nicht großartige Aussichten? Aber wo braucht man eine solch flammende Idee und wo wird permanent mit dem Feuer gespielt? Das Ganze finden wir in einem kleinen Laborgerät der Anton Paar Prooftech GmbH aus Blankenfelde, die dies entwickelt hat. Bedauerlicherweise können wir heute wegen Corona nicht in Blankenfelde sein, aber ich stehe hier im Labor der BASF Analytikgebäudes in Schwarzheide, in dem auch solche Gerätschaften vielleicht zum Einsatz kommen könnten. Meine Damen, meine Herren, der Brandenburger Innovationspreis des Jahres 2020 des Clusters Kunststoffe und Chemie geht an das Flammpunktmessgerät PMA 500 der Anton Paar Prooftech GmbH. Herzlichen Glückwunsch! Das Gerät ermittelt die niedrigste Temperatur, bei der sich über einem Stoff brennbare Dämpfe bilden, damit es zu brennen beginnt. Diesen Wert benötigt man, um brennbare Flüssigkeiten über ihren Flammpunkt in unterschiedliche Gefahrenklassen für die sichere Lagerung und den Transport einzuteilen. Danach richtet sich auch zum Beispiel, ob bei Lagerung nur gekühlt werden muss oder ob besondere Vorkehrungen getroffen werden müssen, um einen Zündfunken zu verhindern. Vielleicht kennen Sie die Bezeichnungen hochentzündlich, leichtentzündlich, entzündlich. Diese landläufigen Bezeichnungen werden durch den Flammpunkt ermittelt. Wie funktioniert nun das neue Messgerät PMA 500 denn genau? Nun, die zu messende Probe wird in einem Tiegel so lange aufgeheizt, bis sich die entstehenden Dämpfe durch die neu entwickelte Elektrozündung entzünden lassen. Diese Elektrozündung basiert auf einer Glühkerze, wie man sie aus dem Dieselmotor kennt. Sie ist gekapselt und hat dadurch eine 10-fach verlängerte Lebensdauer und eine herausragende Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit. Diese Zündung war natürlich die zündende Idee bei der Entwicklung des Gerätes und ist ein Alleinstellungsmerkmal des PMA 500. Darüber hinaus wurde eine Kühltechnologie optimiert und damit lassen sich schnell aufeinanderfolgende Tests durchführen, die eine Zeitersparnis von über 10% pro Messung ausweisen. Für das bei der Messung beabsichtigte Spiel mit dem Feuer verfügt das neue Messgerät über ein einzigartiges Konzept zur Branderkennung und hat einen sogar eingebauten Feuerlöscher. Ich freue mich sehr, dass das ein Beispiel dafür ist, dass keineswegs immer nur zündende Ideen von vollkommen neuen Ideen entstehen, sondern dass auch bei unterschiedlichen vorhandenen eine Menge Innovations- und Optimierungspotenzial zu finden ist. Schon lange wird routinemäßig der Flammpunkt bestimmt, doch wir sehen hier eine weitreichende technische Weiterentwicklung. Das ist eine Weiterentwicklung, die in Brandenburg gemacht wurde und das freut mich umso mehr. Laut der Anton Paar Prooftech GmbH werden auch direkte Arbeitsplätze gesichert und neu geschaffen. Das hört man natürlich besonders gerne. Ich wünsche nun dem Unternehmen viel Erfolg mit dem neu entwickelten Gerät, das es ja schon seit Anfang des Jahres im Markt gibt. Herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite und weiterhin gutes Gelingen und gute Innovation. So, meine Damen und Herren, nach der Laudatio vom Kollegen Fuchs können Sie vielleicht jetzt schon erahnen, warum ich ein besonderes Verhältnis sozusagen zu diesem Preis habe. Noch bis zum Ende meiner Tätigkeit an der TU Berlin gab es die Vorlesung über chemische Sicherheitstechnik und die beginnt am Anfang, ehe es nachher ein bisschen komplexer wird, beginnt mit der Charakterisierung über sicherheitstechnische Kenngrößen und da gehört der Flammpunkt mit dazu. Und die Methoden Abel Penske und Penske-Martens, die mussten diejenigen, die unter mir gelitten haben, alle an der Stelle einmal lernen und insbesondere auch dann hinterher die Einstufung, wie sie heute nach Gefahrstoffverordnung üblich ist. Denn das ist eigentlich das Entscheidende, nicht so sehr die Messung selber, sondern dass man dann auch hinterher weiß, wie man die Daten, die dabei entstanden sind, auch wirklich interpretiert. Und ich freue mich natürlich insofern doppelt, weil dieses Gebiet der chemischen Sicherheitstechnik steht nicht immer im Vordergrund aller Tätigkeiten, aber auf der anderen Seite ist es die Voraussetzung, für die wirtschaftlichen Erfolge in der chemischen Industrie. Das, was die chemische Industrie am wenigsten gebrauchen kann, sind irgendwelche Unfälle. Und insofern freue ich mich doppelt, dass sozusagen in der Prävention dieser Unfälle heute dieser Preis verliehen wird und deshalb auch meine ganz besondere Beziehung dazu. Das ist der Penske Martins Flammpunktprüfer PMA 500. Das Gerät wird verwendet, um den Flammpunkt zu bestimmen
und findet seinen Einsatz in der Petrochemie oder der chemischen Industrie. Wir sind die Anton Paar Prooftech, ein Unternehmen mit einer fast 150-jährigen Geschichte. Und wir befinden uns hier in Blankenfelde-Marlow, südlich von Berlin im schönen Brandenburg. Ja, wir sind ca. 85 Mitarbeiter, die alle sehr hoch qualifiziert sind. Und wir haben bei uns im Hause die Entwicklung, die Produktion, die Montage und auch die Verwaltung, die notwendig ist, um eben diese tollen Geräte, wie wir sie hier sehen, zustande zu bringen. Was machen wir? Ja, wir entwickeln und stellen her Geräte, die benötigt werden in der petrochemischen und in der chemischen Industrie, vor allem aber auch in anderen Industrien, um zum Beispiel die Sicherheit von entzündbaren Flüssigkeiten zu garantieren und auch in der Qualitätskontrolle, also bei der Herstellung dieser verschiedenen Flüssigkeiten. Wir verschicken unsere Geräte von hier aus, aus Dahlewitz, Blankenfelde-Marlow, in die weite Welt hinaus, in mehr als 100 Länder. Und dort sind sie im Prinzip bekannt für ihre Präzision, für ihre Einfachheit in der Bedienung. Und unsere Kunden geben uns da regelmäßig sehr, sehr gutes Feedback. So, damit kommen wir dann auch zur Übergabe des Preises hier im Jahre 2020, dem Innovationspreis an die Firma Anton Paar Prooftech GmbH zum Thema Flammpunktbestimmung mit der Methode nach Petzky-Martin. Dazu meinen ganz persönlichen doppelten Glückwunsch. Dankeschön. Und auch hier folgt noch einmal eine kurze Schalte zum Preisträger. Wir von der Anton Paar Prooftech haben jetzt zum zweiten Mal nach 2014 den Brandenburger Innovationspreis gewonnen. Insbesondere beim Recruiting von qualifizierten Fachkräften hilft uns dieser renommierte Preis wirklich weiter. Es haben schon einige darauf Bezug genommen, die sich bei uns vorgestellt haben. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, sich auch zu bewerben und Ihre Chance zu nutzen. Auch von uns einen herzlichen Glückwunsch an Herrn Dr. Henrich und die Preisträger der Anton Paar Prooftech GmbH. Und ich übergebe jetzt an die Clustermanagerin Frau Dr. Juliane Epping. Sehr geehrter Herr Minister Steinbach, sehr geehrte Preisträger, sehr geehrte Damen und Herren. Der Brandenburger Innovationspreis Kunststoff und Chemie des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie repräsentiert eindrucksvoll die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit der Unternehmerinnen und Unternehmer im Cluster Kunststoff und Chemie Brandenburg. Zum siebten Mal wird der Preis inzwischen an Unternehmen vergeben, die mit herausragenden Ideen und Lösungen neue Impulse setzen. Und wir freuen uns, dass die Verleihung seit jeher fester Bestandteil unserer jährlichen Clusterkonferenz ist. Wettbewerb und Preisverleihung bieten den teilnehmenden Akteuren so eine wirkungsvolle Plattform für Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit. Oftmals ist der Weg von der Idee bis zur Umsetzung und Implementierung einer Innovation steinig und mit großen Herausforderungen verbunden. Hier kommen wir, das Clustermanagement, ins Spiel. Das Clustermanagement unterstützt Sie bei Kooperation und Vernetzung über Wertschöpfungs- und Ländergrenzen hinweg und wirkt als Zuhörer, Wegweiser und Impulsgeber. Hierfür werden Wissen und Kompetenzen zielgerichtet und bedarfsgerecht ausgebaut und Chancen für die Clusterakteure identifiziert, um die Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Um dies zu erreichen, bietet das Cluster für seine Akteure aktive, koordinierende und kommunikative Unterstützung. Zum Beispiel bei der Identifikation von Innovations- und Wachstumspotenzialen, bei der Vernetzung und der Entwicklung von Kooperationsprojekten, aber auch bei der Förderung des Wissens- und Technologietransfers. Wir vernetzen die Akteure und treiben die Internationalisierung des Clusters voran. Wir identifizieren und erschließen Synergien mit weiteren Clustern. Und wir können die Leistungs- und Innovationsfähigkeit des Clusters sowie der handelnden Akteure durch aktives Cluster-Marketing öffentlichkeitswirksam darstellen. Was heißt es heute, sein Unternehmen nachhaltig erfolgreich aufzustellen? Die Kunststoff- wie auch die Chemiebranche befinden sich im Wandel. Nachhaltigkeit ist eine Aufgabe, der wir uns im Cluster Kunststoff und Chemie schon seit einiger Zeit angenommen haben. Bereits heute stellen sich viele Unternehmen und Institutionen der Herausforderung nachhaltigen Wirtschaftens als Chance für ihre Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit. Nachhaltigkeit bedeutet hierbei neben ökologischen Zielen auch soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit, damit die Produkt- und Prozessinnovationen ihre Wirkung voll entfalten können.
Diesem Ziel widmet sich unser neuer Masterplan, in dem Nachhaltigkeit als Leitgedanke fest verankert ist. Wie schaffen wir es, zukunftsfähig zu bleiben? Nur mit neuen, intelligenten und effizienten Lösungen schaffen wir es, für die Zukunft gut aufgestellt zu sein und im Wettbewerb vorn zu sein. In diesen schwierigen Zeiten bewährt sich die Innovationskraft der Kunststoff- und Chemiebranche, um den aktuellen Herausforderungen mit kreativen Lösungen zu begegnen. Ich möchte der Jury für ihre Arbeit und allen Bewerbern für ihre Einreichung danken. Leider können nicht alle gewinnen, aber fast alle haben heute die Chance genutzt, ihre Innovation digital unserem Publikum zu präsentieren. Den diesjährigen Preisträger gratuliere ich ganz herzlich zu ihrem Erfolg. Aber nach dem Preis ist vor dem Preis. Wir möchten Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ermutigen, weiterhin zu tüfteln und zu forschen und neue Innovationen zu entwickeln. Und vielleicht gehören Sie ja dann 2021 zu den Gewinnern des Brandenburger Innovationspreises Kunststoffe und Chemie. Vielen Dank. Dankeschön an alle Teilnehmer und Bewerber. Sie alle tragen mit ihren innovativen Ideen zur erfolgreichen Entwicklung des Clusters bei und bringen sich und ihre Unternehmen mit ihren Innovationen weiter voran. Ja, damit ist unser Programm für heute so gut wie geschafft. Und ich übergebe das Wort nun noch einmal an Frau Dr. Epping.